Also ich bin ja schon von der schnellen Truppe, aber gegen meinen heutigen Gast würde ich in jedem Rennen gnadenlos verlieren. Zu Gast bei mir heute, Doppel-Olympiasiegerin, mehrfach Welt- und Europameisterin im Rennrodeln, Nathalie Geißenberger. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir kochen heute was. Hast du Bock? Ja, sehr. Und was kochen wir? Fisch. Richtig. Und zwar Rotbarbe im Bananenblatt mit Ananas-Salsa. Legen wir mal los. Ich würde sagen, wir holen mal den Fisch raus. Den habe ich schon mal filetiert und von der Haut gezogen und entgrätet. Das ist schon mal sehr gut. In deinem Sinne. Genau. Wunderbar. Bananenblatt haben wir, glaube ich, da hinten. Kannst du das mal ganz kurz holen? Super. Also das ist im Grunde genommen wirklich das Blatt von einem Bananenbaum. Wie ist das eigentlich? Wie bist du zum Rodeln gekommen? Über einen Lehrer damals, der sehr engagiert war. Und mich in der Grundschule quasi zu so einem Schnupperrodeln eingeladen hat. Das ist dann einfach irgendein Schlitten, Helm drauf und runter. Also bei mir in der Schule gab es das nicht. Das heißt, du bist in Süddeutschland zur Schule gegangen, wo es sowieso immer schneit und Schnee ist. Ja, oft. Also ich wische jetzt hier einmal das Blatt so ein bisschen ab. Ich hole jetzt ein bisschen Butter aus dem Kühlschrank und dann fetten wir die schön ein. So. Ich habe so einen kleinen Trick, also ich habe immer so einen Block Butter am Start. Und dann packe ich die zur Hälfte aus und dann kann man einfach schön, wie so ein Klebestift. Genau, super. Wir werden basteln. Wir basteln uns jetzt unser Fischpaket. Super, das sieht auch schon sehr gut aus. Ich würde sagen, wir packen jetzt ein. Und da habe ich hier die Rotbarben und die packen wir uns jetzt einfach mal hier so hin. Und warum nehmen wir jetzt genau Rotbarbe und nicht irgendwas anderes? Ja, Rotbarbe hat den Vorteil, dass es wirklich temperaturunempfindlicher ist. Ne? Es gibt Fische, die bei Temperaturen, hohen Temperaturen häufig trocken werden. Und die Rotbarbe, die ist eigentlich relativ entspannt. Die kann man auch mal 2 Minuten länger drin lassen. Okay. Und bei so eingepackten Sachen kann man ja nicht reingucken, weil es ist gar. Und deswegen ist es besser, so eine Fische zu nehmen. Dann als nächstes nehmen wir Limettenabrieb. Und wie ist das? Die Geschwindigkeit beeinflussen kann man nicht. Kann man gar nicht. Also ich denke immer so, Mensch, wenn die eine bestimmte Bahn haben, also so eine bestimmte Linie, ist man da schneller? Du versuchst schon immer möglichst nahe der Ideallinie zu sein, ja. Aber du hast einfach keine Bremse und kein Gas. Genau. Einfach die Geschwindigkeit, die du hast. Du kannst dann die Füße runternehmen, aber selbst das ist ab und zu gefährlich. Muss jeder für sich die Ideallinie finden, da ist nichts im Eis markiert oder so. Okay. Und die ist auch nicht für jeden gleich. Die ist ja, hängt ja auch von den Eisbedingungen ab. Die Bahn ist ja nicht immer gleich schnell und dadurch ändert sich dann die Höhe, wie hoch du in die Kurve kommst und so. Ja. Also das muss jeder ein bisschen selber herausfinden. Den Knoblauch, kannst du den schon mal in Scheiben schneiden? Ja, wunderbar, sehr schön. Und ich salze den Fisch. Pfeffer fehlt noch. Dann würde ich sagen, kannst du mal ganz fachfraulich einmal hier den Knoblauch schön verteilen auf den Fischfilets. So, und wenn wir hier die Schale abgerieben haben und wir brauchen noch ein bisschen Saft, dann mache ich das immer so ein bisschen anders als andere. Ich drücke hier sozusagen die Limette, das kennt man schon, ne? Da brechen sich so ein bisschen die Kammern auf. Und dann nehme ich mir hier so einen Stab, steche den hier rein und jetzt einfach drücken. Hä? Und du hast hier den Saft und kannst es einfach in den Kühlschrank packen. Hier musst du es haben. Ja, ja. Genau. Jetzt packen wir es erstmal ein, dass wir hier am Ende sozusagen vom Fisch sind. Dann mache ich hier die Kanten drüber. Und klopp, klopp. Fertig. So, wir haben hier 3 wunderschöne Pakete. Und die kommen jetzt in den Ofen bei 150 Grad. Ich halte es schon mal vor. Ja? Gut. Super, also bevor jetzt der Ofen auf Temperatur ist, würde ich sagen, können wir schon mal den Quinoa machen. Den einmal abspülen, bitte mit kaltem Wasser, da habe ich ein Sieb. Und ich gebe jetzt schon mal den Fisch, den wir eingepackt haben, hier auf so eine Platte und dann ab in den Ofen. Irgendwann kam der Anruf oder wie funktioniert das? Vom Nationaltrainer oder wie ist das? Das ist so ein Prozess, man versucht sich eben über die Weltcups zu qualifizieren, versucht die nationalen Kriterien zu erfüllen. Mhm. Und wenn man dann eben ja, diese Quali-Hürde eben geschafft hat und eine von denen ist, die sich eben für die Spiele qualifiziert haben, ja, dann ist es ziemlich cool. Dann, ja. Genau. Wo waren deine ersten Olympischen Spiele? In Vancouver. In Vancouver. Damals, 2010, ja. Und da ging es gleich schon richtig gut los? Genau, da ging es dann eigentlich ziemlich gut los. Ich bin da Dritte geworden, gleich bei den ersten Spielen schon mal die erste Medaille. Das war natürlich damals schon geil. Und dann ging es natürlich noch besser weiter. Beim nächsten Mal gab es dann 2-mal Gold? Genau. Das war dann ja eigentlich so das, was man wirklich... Der allergrößte Traum, den man sich sportlich erfüllen kann, ist eben diese olympische Goldmedaille. So, okay. Ich würde sagen, wir können schon einmal die Kräuter, in dem Fall den Thymian, ein bisschen zurechtzupfen. Ich will einfach so einen Strauch hier und stribbelst den einfach
Also man braucht nur das Grünzeug. Genau, nur die Blätter. Die hacken wir dann gleich klein und die gehen dann in das Quinoa rein. Ne? Was er kocht, apropos Quinoa, gebe ich schon mal rein. So, jetzt kommen wir zum Star des Gerichts eigentlich. Ja, der Fisch im Bananenblatt, okay, aber jetzt kommt die Ananas. Machen wir eine Salsa draus. Kopf ab, Schale ab und in Würfel schneiden. Das kriege ich hin. Ja, super. Ananas, extrem gesund, viele Vitamine. Wie ist das bei dir mit gesunder Ernährung? Ja, freilich im Hochleistungssport brutal wichtig, dass man auf die Ernährung achtet. Sonst macht das Training zum Teil gar keinen Sinn. Kannst du das einmal halbieren? Sehr gut. Dann vierteln. Hier dabei weiter würfeln. Und du kannst, genau, richtig schön erstmal vielleicht in Scheiben so schneiden. Entweder schneidest du so in Scheiben. So, ne? Oder, ich wollte auch mal zeigen, dass ich was kann, ne? Richtig schön kleine Würfel. Das soll ja so eine Art, ja, Salsa, also Tartar sein. Also ungefähr so. Dann gieße ich mal den Quinoa ab. So, Ananas geschnitten. Jetzt geht's noch an die Zwiebel. Und eine Chili, die bringt die Schärfe rein, also Asien, Schärfe, Südkorea. Du warst schon mal da? Ich war schon zweimal da, genau. Ich war letztes Jahr zum Weltcup mal dort und jetzt wieder zum Training. Eben ist wichtig vor den Spielen, dass man da nochmal jede Möglichkeit, die man irgendwie kriegt, nutzt, um dann wirklich auch auf der Bahn, ja, Erfahrungen zu sammeln. Dann würde ich dich nochmal bitten, die Schalotte zu schälen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir die Salsa fertig. Na, dafür braucht man Karamell. Nehme ich mir immer eine Pfanne. Du kannst mal bitte Zucker und machst da so viel rein, dass man den Boden nicht mehr sieht. Lassen wir jetzt so karamellisieren. Wie ist das bei dir mit Motivation? Kannst du dich denn nach 2 Goldmedaillen, Bronze noch immer motivieren? Also bei mir ist es so, dass ich mich durch die Erfolge eigentlich motiviere. Dass wenn ich was mache und damit nicht erfolgreich bin, dann würde ich mir wahrscheinlich schwerer tun als so. Mhm. Und dass dieses Gefühl einfach, diese Medaillen zu kriegen, ganz oben zu stehen, die Nationalhymne zu hören, das ist so ein bisschen so ein Suchtfaktor irgendwie für mich. Mhm. Und jetzt kommt der Geschmack rein. Kräuter sind für mich der absolute Geschmacksverstärker Nummer 1. Achtung, Karamell wird braun. So, das ist der Zeitpunkt, wo die Ananas reinkommt. Dann schwenke ich das Ganze noch ein bisschen. Gut, den lassen wir jetzt einfach ziehen. Und jetzt noch mal zu dem Quinoa. Du riechst jetzt ja schon die Kräuter extrem intensiv und mit dem Quinoa wird das der Hammer. Okay, ich würde sagen, wir haben es soweit geschafft. Da sieht man jetzt schon die Saftigkeit, ne? Der Fisch. Was läuft da raus, die Butter? Ja, ein bisschen von der Butter, ein bisschen was von der Limette. So, hast du Lust, das mal auszupacken? So. Vorsichtig, ist warm. Sehr schön. Und die Saftigkeit lassen wir auch da drin. Jetzt haben wir hier den Fisch richtig schön saftig gegart. Hast du eigentlich irgendwie so einen Tipp für einen Nachwuchssportler, der jetzt gerade am Anfang steht und sagt, wow, was soll ich machen, damit ich auch genauso erfolgreich werde? Ja, es ist immer schwierig zu sagen, mach's genauso, wie es ich gemacht habe. Weil jeder will natürlich seine eigenen Fußstapfen hinterlassen. Und ja. Ich glaube einfach, dass ein Tipp für einen jungen Sportler, egal aus welcher Sportart, ist einfach, dass man ja mit Spaß dabei sein muss, dass man wirklich das Ganze so betrachten muss, dass es mal läuft, mal besser, mal schlechter, dass auch Rückschläge kommen und man einfach daraus auch wieder die Kraft ziehen muss oder sollte. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde auch gut, dass wir das jetzt probieren. Hast du Lust? Ja. Geh einfach einmal durch. Quinoa, Fisch, Salsa, wie du magst. Das war wirklich geil. Mhm. So, also mir hat es irre Spaß gemacht mit dir. Ich habe irgendwie eine Menge gelernt übers Rodeln. Ich auch, übers Fisch-Ananas kombinieren. Ja, cool. Und ihr, wenn es euch Spaß gemacht hat, kocht es nach. Ja, ein tolles Rezept. Zum Empfehlen. Ja, wunderbar. Und wann kommst du wieder? Wenn du mich einlädst. Ja, nach dem Spiel. Machen wir dann ein Dessert. Mit 2 Medaillen? Ja, mal schauen. Also, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.